Weiteren Folge Pure Arc. Seht euch das mal an. Ist es nicht wunderschön, wie hier blutrot der Horizont so langsam die Sonne aufgeht? Oh, traumhaft. So, ich war jetzt ganz fleißig. Ich habe auf jeden Fall schon mal alles an Kristall zusammengesammelt, was ich brauche für einen Industrial Grinder. Ich habe das gesamte Zement, ich habe alles an Öl dabei. Ich habe leider noch nicht alles an Metall und auch noch nicht alles an Polymer. Aber ich wollte mal wieder hier einen Streifzug über die Insel machen. Mal gucken, ob mir noch ein paar Tirizinos unterwegs begegnen. Ja, allerdings muss ich mal wieder ihr Inventar leer machen. Ich habe aus Versehen auf einen Baum gehauen. Oh, die ist ja auch voller Fleisch. Das ist ja unglaublich. Das kann ja mal alles weg. Brauchen wir alles gar nicht. Die hatte eine Nerdbrille im Inventar. Die hat sie wahrscheinlich von irgendeinem Dilo gesammelt. Das ist alles Mist. Also die Pfeile nehmen wir vielleicht. Aber ansonsten brauchen wir das hier alles nicht. Weg, 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 weg. So, dann wiegt sie nämlich auch nicht so viel. Das hier braucht sie auch nicht alles. Weg, weg. So, wunderbar. Gut, dann will ich hier mal über die Insel ziehen. Mal gucken. Vielleicht ist ja inzwischen auch ein schöner Tapajara hierher gekommen. Das weiß man ja nie. So, mal gucken, was haben wir denn hier alles? Sind alles nur Iguanodons. Wir müssen die leider trotzdem alle vernichten, ja? Weil ich glaube, ja, wir brauchen ja dann Platz zum Spawnen. Und wenn hier überall andere... Uch, was war das? Achso, die Maufe dann. Andere Viecher unterwegs sind, dann ist natürlich kein Platz für ein Tirizino. Das ist natürlich immer blöd. Ich habe schon gesehen, hier sind ein paar Raptoren und hier war auch ein Karno. Die werden wir natürlich auch gleich ausschalten. Weg! Wow, 239 Schaden macht er inzwischen. Nicht schlecht. Das kann sich doch sehen lassen. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie auf 250 oder so. Irgendwo hier waren die auf jeden Fall. Raptoren und Karno. Ah, und hier Trilobiten. Inzwischen bekommt man von Trilobiten, ich weiß ja nicht, ob die das auch gut sammeln kann, man kann von denen auch Black Pearl bekommen inzwischen. Ja, war früher ja ziemlich schwierig, welche zu bekommen. Hier war doch vorhin gerade noch eins am Ufer. Weg. Ich sammle das mal selber. Ich weiß gar nicht, was macht sich denn da besser? Die Axt, wa? Na? Ne, da hat mir jetzt keine schwarze Perle gegeben, aber es geht. Also ich weiß, dass es geht. Ich weiß nämlich, ich hatte irgendwo eine schwarze Perle, ich glaube bei meinem Ragnarok-Spielstand, wo ich mich gefragt habe, wo ich die her habe, weil ich überhaupt nichts habe, um ins Wasser zu gehen. Aber dann ist ja alles klar. Ja, zusammengefaltet. Bis jetzt noch überhaupt gar kein Tirizino hier wieder gesehen. Hoffentlich zieht sich das nicht mehr allzu lange hin, dass ich da irgendwie mal ein gutes Männchen finde. Es wäre schon wirklich sehr praktisch, wenn das hier auf der Insel wäre. Jetzt habe ich ja auch den Käfig hier stehen. Und der ist ja eigentlich auch ganz, ganz schön geworden. Also den will ich jetzt nicht umsonst gebaut haben. Naja, ich ziehe hier immer noch so meine Runden und werde dann noch ab und zu mal so ein paar Runden zum Vulkan fliegen und weiter Material sammeln. In der Hoffnung, dass ich dann hier möglichst bald meinen Grinder bauen kann. Und wenn ich den habe, dann werde ich erstmal alles an Sättel und so grinden, was ich nicht brauche, weil ich ja die Tiere gar nicht habe. Und ich glaube, dass ich dann einen Großteil des Metalls schon wieder zusammen habe, um die Industrial Forge zu machen. Und dann geht das Einschmelzen ja auch schneller. Dann hatte ich ja überlegt, dass ich mich vielleicht mal wirklich gut ausstatten will. Momentan, ich laufe ja hier immer noch in Leder rum. Mein Gott, ich bin Level 100 und laufe immer noch nur in Leder gekleidet rum. Das geht natürlich auch nicht. Ich habe irgendwie nie eine Waffe dabei. Ja, das muss man alles mal ändern. So. Wunderbar. So, ich bin hier bei meiner Eisenschmelze auf dem Berg. Und ihr seht, die Sachen sind hier wieder nachgespawnt. Ja, weil ich habe ja die Spawn-Nachwuchszeit, sage ich jetzt mal, ein bisschen runtergesetzt. Es hat einfach ewig gedauert. War schon wieder seit 2-3 Wochen, dass das Metall hier nicht nachgespawnt ist. Das ist immer so nervig. Ja, jetzt habe ich das auf, von 1 hatte ich es erst auf 0,5, da hat es immer noch ewig gedauert und jetzt habe ich es auf 0,2 runtergesetzt und jetzt geht es wirklich ganz gut. Also es ist ja auch, finde ich immer ein bisschen blöd, wenn man sich umdreht und dann sind die Sachen gleich wieder da, das macht auch nicht so viel Sinn. Aber wenn so nach 2-3 Tagen das Zeug wieder da ist, dann ist schon okay. Also und jetzt sammle ich hier die ganze Zeit ein bisschen Metall ein. Und Obsidian brauche ich noch. Den anderen Kram, den brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr. Und ich bleibe immer an diesem einen Stein hier hängen. Warum? Immer der gleiche. Komm, geh mal einen Schritt.
Oh. Dreh dich doch, dreh dich doch. Immer der gleiche Stein. Da ist der doch nun wirklich flach. So, hier drüben ist noch jede Menge Metall, Stein und Feuerstein. Das lasse ich immer gleich wieder fallen. Das bringt immer nichts. Das macht ihn nur schwer. Aber leider baut er halt gerne zuerst die Steine und dann das Metall ab. Naja. Seht ihr? Erst die Steine, dann das Metall. Und deswegen machen wir die jetzt gleich mal wieder leer. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Ja. Die hat auch sogar schon ein Ei gelegt, obwohl sie ja alleine ist. Aber naja, nicht schlecht. Also auch Solo-Tiere können das ab und zu mal, ja. Also meine Tiricinus, die legen ja auch immer mal wieder ein Ei. Auf jeden Fall öfter als die Iguanodons. Dabei habe ich da zwei Weibchen und ein Männchen. Eigentlich müssten die deutlich öfter Eier legen. Das tun sie aber irgendwie nicht. Weiß ich auch nicht, wieso. So, ich glaube, damit können wir jetzt auch wieder hochgehen. Ich schmeiß hier nochmal die Steine raus. Ja, und jetzt befeuere ich hier oben immer diese beiden Schmelzen. Und wenn das Metall dann eingeschmolzen ist, dann fliege ich halt immer wieder zurück. Also momentan habe ich immer nur Kristall zurückgebracht. Da bin ich jetzt die letzten paar Mal auch mit allen drei Petris zusammengeflogen. Habe die immer voll gemacht. Und das mit dem Kristall sind wir jetzt durch. Jetzt werde ich, glaube ich, erstmal das Obsidian immer zurücktransportieren, während das Metall ja hier einschmilzt. Wenn es dann irgendwann fertig geschmolzen ist, dann bringe ich das dann halt häppchenweise wieder zurück. Ah, jetzt ist er schon fast wieder überfüllt. Ja, das ganze Kristall, das baue ich jetzt hier schon gar nicht mehr ab. Das ist auch irrsinnig schwer. Also Kristall und Obsidian scheinen hier in dem Ankylo leider nicht leichter zu sein, sondern nur das Metall. Und deswegen ist er damit immer extrem schnell überladen. Also alles, was ich denen hier an Level gebe, gebe ich ihm direkt immer gleich auf Gewicht, damit er da möglichst viel tragen kann. So, jetzt haben wir es ja gleich. Ich habe hier oben auch nochmal einen Schrank hingebaut, in den ich jetzt erstmal das Obsidian und das Kristall tun kann, weil der Casper hier, der kann ja auch nicht alles tragen. Ja, der muss ja auch noch mich tragen. Und ich hätte jetzt natürlich wieder mit allen drei Petris kommen können, aber die waren beim letzten Mal, waren die so voll, so schwer. Da wäre ich wahrscheinlich mit einem alleine dreimal schneller gewesen, als mit den drei vollgestopften, weil die nur noch langsam fliegen konnten. Das war natürlich auch nicht so gut. So. Aber ihr seht, also die schmelzen, sie füllen sich. Jetzt haben wir ja hier 400, 500, über 500. Da kommen nochmal 250 zusammen. In dem anderen müssten es auch ungefähr so viel sein. Das heißt, alles, was hier jetzt einkocht, sind schon mal mindestens 500 an Metallbahn. Ja, mindestens 500 kochen hier gerade ein. Ja, und so muss ich das halt immer weitermachen. Ich brauche ja fast 3.500. Da ist 500 natürlich nicht viel von. Das sind ja, ja, nicht viel eben. So, diesmal habe ich hier die gesamte Petri-Kolonne mitgenommen. Ja, jeder von denen trägt jetzt 100 Obsidian und ich selber trage 150 oder 146 oder irgendwie sowas. Und so fliegen wir jetzt gemeinsam wieder nach Hause. Ich finde, es sieht immer sehr, sehr witzig aus. Leider ist es mal wieder Nacht, wobei das hier unten am Vulkan ist natürlich trotzdem ziemlich optisch. Ja, und damit habe ich mindestens die Hälfte von dem ganzen Polymer, das ich sammeln muss, schon mal zusammengesammelt. Und ja, das ist halt jetzt einfach ein ziemlich stupides Grind, was ich hier machen muss. Also ich glaube, an Obsidian habe ich fast alles schon abgebaut. Ich kann halt nur nicht alles gleichzeitig transportieren, weil das ziemlich schwer ist. Und ja, das Metall, das muss ich natürlich erst nochmal farmen und dann vor allem natürlich einschmelzen. Da sind jetzt rund 600 Stück, glaube ich, eingeschmolzen. Ja, das reicht natürlich noch nicht. Das ist ja mit dem, was ich zu Hause habe, ist es ja noch nicht mal ein Drittel von dem, was ich benötige. Also müssen wir uns hier noch eine ganze Weile ranhalten. Das wird hier noch Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern, ehe ich hier mal was zustande bringe. Und ich sehe natürlich auch nicht... Ah, da hinten ist, glaube ich, der... Nee, das ist der blaue. Das ist jetzt zum roten. Ah ja, wir werden schon nach Hause finden. Naja, gar nicht mal schlecht. 330 kann ich machen. 115 oder so hatte ich schon. Das heißt, wir hätten jetzt 440 oder so. 440, 450 etwa in dem Dreh. Das heißt, wenn es jetzt 450 wären, wie viel brauchte ich nochmal? 600. Da haben wir ja wirklich schon einen guten Teil hergebracht. Und ihr seht, ne, Kristall ist voll, Zement ist voll. Gut, Zement habe ich auch noch. Da kann ich auf jeden Fall noch was nachlegen, weil wir brauchen auch Zement jetzt eben fürs Polymer. Das heißt, ja, noch. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder zu wenig sein. Öl ist voll.
Und ja, wir haben leider erst ein Zehntel oder etwas mehr als ein Zehntel von dem Metall, was wir brauchen. Oh man, das dauert. Dann würde ich doch sagen, wir machen einfach gleich wieder die nächste Runde. Ich habe ja hier, mache ich nochmal kurz die Schnecke leer. So, gib mal her. Dann haben wir gleich nochmal ein bisschen mehr Zement wieder. Packe ich direkt rein. Ah, nicht, dass uns dann hier irgendwie was verloren geht. Komm, noch eins. So, passt alles rein. Ja, und dann mache ich gleich wieder die nächste Runde. Und ah, ja, das gehört leider auch immer wieder dazu, ja. Also wer Ark spielt, der weiß das. Da kommt man leider nicht drum rum. Wen habe ich jetzt? Den richtigen, okay. Du kommst mit. Und du kommst mit. Und dann fliegen wir erstmal wieder hier eine schöne Runde. Natürlich beim Drüberfliegen immer mal hier ein Auge auf die Tierwelt werfen. Mal gucken, ob hier vielleicht wieder irgendwo ein Terizino gespawnt ist. Die allermeisten spawnen ja wirklich entweder hier oben oder hier den Weg runter. Na, da habe ich, also wenn ich welche gefunden habe, meistens hier welche gefunden. Aber es sieht nicht so aus, als ob da jetzt schon großartig was nachgespawnt wäre. Schade, schade. Schon gesehen, es sind zwei Chalicotherien da. Ich glaube, die teilen sich so ein bisschen den Spawn. Also das Häufigste ist, wenn ich Terizinos hier habe, habe ich kein Chalicotherium. Und wenn ich die habe, dann habe ich kein Terizino. Hm. Ja, ich glaube, das mit dem Polymer hat sich jetzt bald erledigt. Ich glaube, ich muss jetzt noch 100 ungefähr abbauen. Dann kann ich auf jeden Fall auch in die Vögel so viel Zeug stopfen, dass es damit jetzt erledigt sein sollte. Und dann brauchen wir nur noch Metall, 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 Metall. Jetzt haben wir ja hier 50 fast. Zack. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, dass man hier hauptsächlich an Obsidian und Kristall, aber so gut wie gar nicht an Metall kommt. Es ist halt leider so weit oben an den Hängen, dass ich da kaum dran komme. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, hatte ich hier nicht noch irgendwo ein Klümpchen gesehen? War hier nicht noch was? Ich dachte, ich hätte hier noch einen gesehen. Ach, da unten. Ja, den hole ich mir noch. Vorsichtig hier über die Lava. Glücklicherweise kann der Vulkan hier ja nicht ausbrechen. Das ist ja nur auf Ragnarok so. Wobei, also es ist an sich ist natürlich ein cooles Ereignis. Aber stellt euch mal vor, ihr wollt hier gerade den Endboss-Fight machen. Schleppt eine Kolonne ausgezeichneter Tiere hier runter und wollt gerade das Portal betreten. Da bricht der Vulkan aus. Ha. Das wäre natürlich echt ziemlich ärgerlich. So, jetzt wollen wir nochmal alles, was wir nicht brauchen, rausschmeißen. Das hier nämlich. Das ist ja hoffentlich ein bisschen flotter. Ja, sehr schön. Ja, dann werde ich das, was ich dabei habe, also nochmal mindestens so 150 an Obsidian einstecken, mit den Vögeln zurückfliegen und dann können wir auf jeden Fall schon das Polymer fertigstellen. Ja, und dann, wenn ich natürlich den Grinder habe und irgendwann nochmal die Schmelze und den Chemietisch, dann ist ja die hauptsächliche Werkhalle dann unten im Erdgeschoss sozusagen, da auf dem Wasserniveau. Und oben werde ich allerdings Werkbanken und Schmelze nochmal stehen lassen, auch den Fabricator. Einfach nur, weil man mal so ein paar Kleinigkeiten machen will. Und unten würde ich dann noch haufenweise Schränke und Bücher, Regale und sowas hinstellen, dass man auch die Blueprints mal vernünftig sortieren kann. Vielleicht einen Schrank nur für Rüstung, einen für Waffen, einen für Sättel und einen für alles andere oder irgendwie so. Kann ich mir gut vorstellen. So, hier haben wir ja auch schon ordentlich was eingeschmolzen. Wie viel haben wir jetzt hier? Haben wir 350? Dann haben wir hier, glaube ich, auch ungefähr, ja, fast 350. Ist ja schon mal nicht schlecht. Da haben wir schon mal insgesamt 700 zusammen. Und hier kommen nochmal 100, 100. Und das zusammen sind auch nochmal 100. Huch, das war der Schrank. Also da nochmal 300. Und hier kriegen wir auch nochmal 300 raus. Ja, 700 haben wir zusammen. 600 sind auf jeden Fall noch drin. Ja, dann brauchen wir noch... naja, das sind ja schon mal... Mit dem, was wir zu Hause haben, haben wir, glaube ich, nur drei... Aber ich hatte jetzt noch was drin. Zu Hause habe ich, glaube ich, nur 300 oder so. Das ist jetzt nicht so viel. Aber da kommen wir doch schon mal einigermaßen weit. Ja, 1300, 1600 haben wir dann auf jeden Fall. Also ungefähr die Hälfte, ja. Also wenn das, was hier drin ist, eingeschmolzen ist und das, was schon eingeschmolzen ist, alles bei uns zu Hause ist, sind wir mit dem, was wir zu Hause haben... ungefähr bei der Hälfte von dem ganzen Metall. Puh, das ist echt ordentlich viel. Hey, wie ihr seht, alles außer dem Metall habe ich jetzt zusammen. Das ist echt cool. Ja, und mit dem Metall, was drüben da noch einschmilzt, haben wir auf jeden Fall schon mal über 1000. Das heißt, ich habe davon schon mal ein Drittel. Nicht schlecht.
Ja, ich würde sagen, ich mache hier auf jeden Fall jetzt noch weiter und es wäre natürlich cool, wenn wir es zum Abschluss schaffen, dieses Ding nochmal herzustellen. Das heißt für mich, ich muss jetzt aber bestimmt nochmal mindestens 2 Stunden weiterspielen, ehe ihr hier den nächsten Cut sehen könnt. Es ist geschafft, ihr seht das. Ich habe jetzt endlich alles zusammen, ja. Boah, es hat eine Ewigkeit gedauert. Ich mache den jetzt an und ich stelle das jetzt her. Jetzt haben wir wieder gar nichts. Wahrscheinlich, also der war so voll, der Fabricator, dass da nichts mehr reingepasst hat, ja. Ich musste schon alle Perlen, alles auslagern, um das überhaupt noch irgendwo unterzubringen. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Perlen reingetan. Ich habe hier ein paar Perlen reingetan. Ich habe mein Anglergel. Ach ja, hier habe ich auch Obsidian drin, genau. Das Anglergel habe ich hier drüben in die Fackel gemacht. Damit kann man ja auch Licht machen. Meine Güte, das war wirklich super aufwendig. So. Wie ist denn das? Der braucht doch auch. Was brauchte der? Der braucht Benzin oder sowas, ne? Ich glaube, hier hatte ich noch alle möglichen. Ne, ich brauche hier noch ein bisschen Öl drin. Okay, dann können wir nämlich noch mehr herstellen. Habe ich hier noch Öl übrig? Ja, tatsächlich. Ein bisschen habe ich noch. Dann mache ich hier den nochmal an. Dann braten wir hier nochmal ein bisschen Benzin ein. Und dann würde ich den einfach mal unten aufstellen und dann schon mal ein paar Sachen runternehmen, die wir dann grinden können. Dann kriege ich auch meine Schränke wieder mal ein bisschen leer. Und so kommen wir natürlich auch gleich wieder direkt an verschiedene Materialien, ne? Also ich habe ja auch ganz viele Schränke und Kisten und Mörser und Spitzhacken und was weiß ich nicht alles. So, da sollte ja mal die Industrial Forge hin. Und wow, ist der groß. Oh, wow. Oh, wow. Okay, der passt hier zum Beispiel schon mal nicht hin. Gut zu wissen. Hier haben wir jetzt die Toilette. Dann kann er ja eigentlich. Na gut, man kann ihn natürlich auch in den Raum stellen. Oder wir stellen ihn hier hin. Dann kann man aber wahrscheinlich die Rampe da nicht mehr lang. Du Scheiße, ist das ein Riesenteil. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran entsinnen, dass das so groß war. Okay, wenn wir das jetzt. So, hier drunter stellen. Ich muss mir das mal irgendwie in K angucken. Ich gehe mal in die Hocke und ich gehe mal in K. Geht natürlich nicht, weil ich nicht so weit wegzoomen kann. Ah, doch, geht. Und wenn ich mich hinlege. Mann! Das ist ja ein Mist. Das ist riesig, das Teil. Dann versuche ich es mal andersrum. Machen wir es eben so rum. Ist ja egal, wie rum das Ding steht, ja. Ein Stück weiter rüber. Wie sieht das aus? Jetzt gehe ich nochmal in K. Ja, okay. Der Abstand zur Wand scheint ganz gut zu sein. Können sogar noch ein bisschen weiter wegstehen. Aber wir wollen natürlich nicht, dass es hier durch die Rampe kommt. Das heißt, müssen also, wenn es jetzt hier gleich durchkommt, genau. Noch mal ein Stück weiter nach vorne. Und da stelle ich den jetzt hin. Haha! Juhu! Ich habe einen Grinder! Dö, dö. Yeah, ne? Wir können hier noch durch. Wir kommen hier noch an unsere Werkbank. Wir können den Grinder benutzen. Der steht jetzt, ragt nirgendwo rein. So, wie war das? Es ist doch so, ne? Hier steht nicht, womit der läuft. Aber es ist doch meines Erachtens so, dass der nur mit Dings läuft. Ansonsten hätte er ja jetzt hier Strom gezogen. Okay. Dann ist ja oben wahrscheinlich schon ein bisschen Benzin eingeschmolzen. Sehr gut. Und ja, was nehmen wir denn da als erstes mit? So ein paar Sättel von oben, damit wir gleich wieder ein bisschen Metall haben. Falls da überhaupt Metall drin ist. Es ist ja nicht jeder Sattel immer aus Metall. Na, aber zum Beispiel alles, was hier drin ist. Das kann eigentlich rigoros weg. Also gut, ein Bett kann man nochmal aufheben. Aber das hier zum Beispiel. Ja, das kann alles weg. Das ist ja jetzt auch nichts Besonderes, aber ich brauche es halt auch nicht mehr. Das vielleicht nochmal. Also vielleicht brauchen wir es irgendwann, aber dann kann man es immer noch genauso gut wiederherstellen. So, zum Beispiel. Das können wir schon mal mitnehmen. Dann nehmen wir mal hier ein bisschen Benzin mit. Ein bisschen mehr kann hier noch einkochen. Ein bisschen Platz habe ich jetzt noch. Mal gucken. Hier drüben sind, glaube ich, die Sättel. Also, was haben wir hier? Ein Allosaurus-Sattel zum Beispiel, ja. Ankylosaurus primitiv. Brauchen wir auch nicht.
Ich nehme jetzt erstmal nur alles, was wir doppelt und dreifach haben. Also einen Ankylosattel nehme ich deswegen beide raus, weil da haben wir ja einen Ankylo. So, was haben wir hier noch? Das kann schon mal weg. Ich gucke mir dann nochmal genauer an, was das ist. Fiomia, mein Gott, nein, kein Mensch reitet heutzutage noch auf dem Fiomia. Ja, der hier ist natürlich. Ich glaube, der gibt richtig viel Metall. Oh, hier kann ich noch laufen? Ja, aber ich kann nicht mehr rennen. Jetzt gehen wir nochmal nach unten und grinden schon mal den Kram ein. Da kommt jetzt natürlich hauptsächlich sowas wie Holz, Stroh, Stein und so. Keine Ahnung, ob irgendeiner dieser Sättel hier mit Metall gemacht worden ist. So. Und ja, wenn ich dann unten halt auch noch die Schmelze habe und so, dann wird halt unten auch mein Hauptarbeitszimmer werden. Ja, dann kann ich ja zum Beispiel, wollten wir hier oben ja sowieso nochmal einen Stall einrichten und so, aber hier unten ist ja dann wirklich alles, was wichtig ist. Momentan zwei kleine Schmelzen, die Werkbank, Fabricator ist gleich wie oben, nur eben jetzt auch noch der Grinder. Zack. Und dann kann von hier an alles da rein. Und ich glaube, also man kann alles einzeln grinden. Man kann aber auch, wie war denn das? Zermahlen. Man kann, glaube ich, auch ihm sagen, er soll alles grinden, aber dann kriegt man irgendwie keine Erfahrungspunkte, hatte ich den Eindruck. Den ausgewählten Stapel. Ja, mach ruhig. So. Sammeln wir ein bisschen Materialien. Hier sind jetzt ein paar Sättel. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier irgendein Sattel dabei ist, der jetzt irgendwie schon aus Metall ist. Ja, so kann man sich halt auch unliebsamer Gegenstände, ah, da war zum Beispiel ein bisschen Metall, unliebsamer Gegenstände, die man aus Loots bekommen hat, wieder entledigen. Ja, und das Material, das kann ich immer eher gebrauchen. Ich glaube, ich hole jetzt gleich nochmal den Trike-Sattel. Da bin ich mal echt gespannt, was der bringt. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, braucht man überhaupt Metall für einen Trike-Sattel? Also wenn ja, dann kommt da bestimmt eine Menge bei raus. Oder hier zum Beispiel. Ah ja, da kam Rohmetall raus. Ist ja auch verrückt. So, den hier noch weg. Den hier noch weg. Ja, und da haben wir schon mal, ja gut, nur 22, aber immerhin. Na gut, dann hole ich nochmal den anderen Kram, den grinden wir auch noch. So, ich habe jetzt wirklich nochmal alles mitgenommen, ja, jeden Sattel, außer den besten Ichti-Sattel, weil es durchaus sein kann, dass wir vielleicht erstmal einen Ichti brauchen, falls wir einen Dings zähmen wollen, einen Basilo. Ja, das brauche ich alles nicht, das habe ich alles zigfach. Ja, jetzt zum Beispiel, hier habe ich auch eine blaue Sichel, die habe ich natürlich jetzt nicht gegrindet, weil eine sollte man schon mal haben, aber den ganzen anderen Kram brauche ich halt nicht. So, und jetzt, wir achten mal drauf, 121, okay, wie gesagt, ich weiß gar nicht, hat der Trike-Sattel Metall gebraucht? Ja, leider nicht. Schade, schade. Aber immerhin, so, wir haben gleich wieder ein bisschen Metall, ein bisschen Kristall, also da kam schon einiges bei rum. Ja, wenn man jetzt mal einen Paracer-Plattformsattel findet in überragender Qualität, dann hat man da locker gleich wieder 5.000, 6.000 Metallbarren. Also das ist schon wirklich gut. Ja, leider hatten wir jetzt nur einen Triceratops-Sattel, der hat leider gar kein Metall gebraucht zum Herstellen, deswegen haben wir jetzt auch keins rausbekommen. Also ist die Rechnung nicht so ganz aufgegangen, dass ich jetzt ungefähr so viel Metall wiederkriege, wie ich gebraucht habe. Naja, 126 haben wir jetzt. Und hier können wir nochmal 4 Stück einschmelzen. Ne, 5 insgesamt. Aber es schmilzt ja oben auf dem Berg auch noch ein bisschen was ein, ja. Und dann würde ich sagen, ist das nächste, was ich mir dann herstelle. Wo war das hier? Hier ist dann das hier. Ja, also da brauchen wir wieder Öl, Zement, das ist alles kein Problem, Polymer und halt lange nicht mehr so viel Metall, wie wir es vorher gebraucht haben. Das geht dann wirklich viel, viel schneller. Okay. Aber ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle mit unserem grandiosen Grinder, den ich mir jetzt bestimmt schon seit Monaten gewünscht habe, ja, und am Anfang hatten wir schon mal gegrindet und dafür und ja, dann habe ich doch wieder alles für irgendwas anderes ausgegeben. Und jetzt habe ich mal so eine Hauruck-Aktion gemacht. Also ich würde sagen, dass wir mit diesem wunderschönen Grinder hier die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nur ums Farmen und Herstellen ging. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pure Ark. Bis dann, ciao, ciao.